Das Oktoberfest neigt sich dem Ende zu. Können Sie eine Bilanz geben? Ja, also das allerwichtigste Wochenende kommt ja jetzt nochmal. Das ist natürlich auch so das letzte Wochenende. Am letzten Wochenende hatten wir den verkaufsoffenen Sonntag, wo auch viele Leute unterwegs waren. Also wir haben bisher die Zahlen, die wir erwartet haben, die wir erreichen wollten, auf alle Fälle erreicht. Und wenn die letzten drei Tage, also heute, Sonntag, Sonntag, mindestens noch so gut sind wie die anderen Wochenenden, werden wir die Zahlen eventuell leicht überbieten. Dankeschön. So, das ist vielleicht an beide. Gab es skurrile Ereignisse auf diesem Fest? Also bei uns ist es ja so im Riesenrad, dass die Gondel nicht mit Videokameras ausgestattet sind. Also von daher gibt es bestimmt skurrile Erlebnisse und es ist uns auch eigentlich nichts Menschliches fremd, aber die Diskretion natürlich, wir sprechen nicht darüber. Aber im Riesenrad gab es schon alles bis hin zu Zeugungsversuchen, also von daher alles ist drin. Haben Sie noch so eine Idee oder so eine Erzählung? Also sowas, wie es im letzten Jahr passiert ist, wo sich jemand ausgezogen hat und in der Wildwasserbahn baden wollte, ist dies ja nicht passiert. Sonst war es auf alle Fälle ein sehr erfolgreiches Oktoberfest. Dankeschön. Nächste Frage. Was haltet ihr von einem Alkoholverbot in der Erfurter Innenstadt? Finde ich sehr gut. Finde ich absoluten Schwachsinn. Na hallo, wir trinken noch gerade Alkohol und das finden wir nicht sehr gut. Also ich trinke alkoholfreies Bier, mich stört das nicht. Ja, Kevin muss heute fahren, aber ich finde, im Maßen ist das vollkommen in Ordnung hier. Also ich finde, wenn man zum Beispiel wie in Hirschgarten jetzt geht, da könnte man ruhig mal mit seinen Freunden in der Sonne Bierchen trinken. Also man muss jetzt nicht mit einem Bier durch die Stadt laufen. Also aber in den Hirschgarten oder in solchen Ecken, da könnte man schon trinken. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Verbot, das nicht unbedingt besser macht, weil wie will man es kontrollieren? Und ich finde bis jetzt, also ich wohne seit 5 Jahren in Erfurt und mir ist noch nie aufgefallen, dass es hier irgendwelche großen Eskalationen gibt. Die Leute räumen eigentlich auf oder tun ihre Bierflaschen an Mülleimer legen. Also deswegen, ich finde das gut, wie es ist. Es gibt genug Leute, die sich nicht benehmen können. Da finde ich das gut. Aber das Alkohol ist das eine Problem. Was ist das andere? Naja, das ist dann Autofahren. Weil sie dann nämlich dann noch nach Hause müssen. Wenn sie abends Alkohol trinken, müssen sie mit dem Auto nach Hause, weil sie fahren hier nicht mit der Straßenbahn. Also, wenn dann kein Alkohol, kommen sie an die Versuche, mit dem Auto zu fahren und umso weniger verlieren ihre Flappen. Ich finde es nicht gut, weil es ist ja gemütlich, wenn man ein Bier trinkt. Warum? Alkoholverbot. Also du denkst, jeder muss seine Grenzen selber kennen. Ja. Ja. Ich trinke immer ein Bier und dann finde ich okay. Ja, dann ist es auch gut. Was ich davon halte, wir werden es erst mal abwarten. Keine Ahnung, also ich bin nicht so der Alkoholtrinker, aber ich denke, wenn man Alkohol trinken will, kommt man auch an Alkohol und deswegen finde ich, es gibt wichtigere Dinge zu behandeln, als über ein Alkoholverbot in Erfurt zu reden. Also für euch beide wieder, das Oktoberfest ist für Sie ja nun Arbeit. Haben Sie auch trotzdem Spaß oder ist es nur Arbeit? Nein, es macht natürlich auch Spaß, denn wenn die Arbeit keinen Spaß machen würde, würde es auch nicht leicht von der Hand gehen. Wir haben das Glück, wir sind hier in einer wunderschönen Stadt, wir haben eine Top-Location, Dom, Severi, all das mitten im Herzen dieser schönen Altstadt. Ist für uns mit dem Riesenrad immer was ganz Besonderes. Wir haben mit dem Riesenrad 10 Veranstaltungen im Jahr und da ist Erfurt definitiv ein Highlight. Und da wir ja grundsätzlich hier auf dem Domplatz mit dem Karneval anfangen und mit dem Weihnachtsmarkt aufhören, muss die Arbeit einfach Spaß machen, weil sonst könnte man das so nicht machen. Und ich komme ja gerade von der Tagung von Stuttgart zurück. Auch dort haben wir wieder alle gesagt, dass wenn man in unserem Job nicht wirklich dazu steht und das als Berufung macht, dann wird es schwer. Was haltet ihr von dem geplanten Alkoholverbot in der Erfurter Innenstadt? Finde ich schrecklich. Gar nichts. Also ihr findet das absolut unnötig? Ja. Also wir sind dagegen und ja, ich sehe auch nicht, was das bringen soll. Also wir selber wissen, wie viel er trinken kann und wie viel er nicht trinken kann. Dann machen das die Leute heimlich. Finde ich doof. Genau. Und außerdem, von was sollen die Penner leben? Die haben keine Flaschen mehr zum Einsammeln. Ihr wisst ja, ein altes afrikanisches Sprichwort besagt, ein Baumstamm, der schon 10 Jahre lang im Wasser liegt, ist immer noch kein Krokodil. Das erübrigt ja einige Fragen. Oder was sagen Sie dazu, junge Frau? Okay. Deine Meinung? Nein, also ich muss sagen, also ich komme aus einer Stadt, da gibt es Alkoholverbot seit, glaube ich, knapp einem Jahr. Ich finde es übertrieben. Ich finde es wirklich übertrieben, weil ich bin der Meinung, man
wenn ich ein Bier trinken möchte in der Innenstadt, gerade hier in Erfurt, kann man auch mal sagen, ich möchte ein Bier trinken. Also ich finde es übertrieben, muss nicht sein. Ja, nee. Genau. Es muss nicht sein. Weil Alkohol makes a parent dangerous. Wenn es im Maßen bleibt, ist es okay, aber wenn man zu viel getrunken hat, dann ist es nicht okay. Also, aber wenn man sich benehmt, wir sind ja ordentlich erzogen, wir kommen vom Dorf. Filmst du noch? Entschuldigen Sie bitte. Wir kommen vom Dorf, wir sind ordentlich erzogen, wir wissen, wo unsere Grenzen sind, wir benehmen uns, sind immer höflich zu Damen. Guten Abend, hallo, mein Name ist David, sehr erfreut. Und ja, da läuft das eigentlich. Also, wir haben kein Problem mit Alkohol. Nee. Also, ich habe kein Problem damit. Nee, wir auch nicht. Apropos Riesenrad. Größtes portables Riesenrad der Europas, der Welt, Deutschlands, Thürings? Also Thüringen auf jeden Fall. Es ist sogar noch mit 55 Meter Höhe, 5 Meter höher als das Riesenrad, was auf München Oktoberfest gastierte. Also von daher hat Thüringen wirklich richtig was zu bieten. Es gehört zu den größten transportablen Riesenrädern weltweit und ich denke von daher schon was ganz Besonderes. Da interessiert mich immer, so wenn der Zirkus reist, sind das ja immer so riesige Trucks. Ja. Wie viele LKWs kostet das, um dieses Riesenrad zu transportieren? Also nur fürs Riesenrad ist es vielleicht nur ein kleiner Zirkus, aber nur fürs Riesenrad sind es 21 LKW-Ladungen, die von A nach B gebracht werden müssen. Es sind 15 Leute im Team hier dabei, die jeden Tag mitarbeiten. Und das ist eine Menge Menschen, eine Menge Material und eine Menge Aufwand. Es gibt ein Alkoholverbot. Es ist geplant. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist scheiße. Also, denke ich. Finde ich auch nicht so cool. Warum? Alkohol macht Spaß. Nein, also, man möchte ja auch draußen trinken. Ja, ich finde es Quatsch. Also, ist schon irgendwie dämlich. Wieso? Finde ich nicht cool. Warum? Na, weil es halt irgendwie dazugehört, wenn man abends feiern geht und sowas. Oder zum Beispiel hier jetzt auf dem Oktoberfest. Da gehört das ja schon irgendwie dazu. Oh, richtig geil. Nee, also ich finde das Alkoholverbot in der Stadt gut, weil meistens in den also Straßen, in diesen, vor allen Dingen in den kleinen, sind immer Fäkalien und immer diese ganze Kotze, wirklich ohne Witz, das ist so ekelhaft manchmal durch die Straßen zu laufen, weil die Leute einfach denken, sie können alles machen, was sie wollen. Wenn sie betrunken sind, sind sie noch schlimmer. Und ja, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Natürlich ist, wenn da 3-4 Leute sind und trinken dann mehrere Bier, ist nicht in Ordnung. Aber wenn man Durst hat im Sommer, kann man da ruhig mal ein Bier trinken. Erstmal sind die Preise auch besser, finde ich, wenn man Flaschen Bier hat, als wie hier für 4 Euro ein Bier, oder? Ich hoffe, das ist ein Blödsinn. Was ist Ihre Lieblingsattraktion? Außer Riesenrad. Also Riesenrad fahre ich schon von Haus aus gerne, weil es einfach auch sehr chillig ist, sehr entspannend. Oder wenn man normal mal ruhig telefonieren möchte, ist das eine wunderschöne Telefonzelle für mich. Ich habe die Möglichkeit. Aber ansonsten nutze ich natürlich auch gerne die anderen Attraktionen auf dem Oktoberfest. Ich hatte Besuch von Familie, da haben wir auch alles andere schön durchbenutzt und das macht auch Spaß. Okay, und bei Ihnen? Für mich ist das Riesenrad ein ganz, ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal, wo wir auch, ich sag mal, im Vorfeld der Veranstaltung, gerade des Oktoberfestes, sehr viel mit der Tourismus- und Marketing GmbH zusammenarbeiten. Man darf nicht vergessen, dadurch, dass das Riesenrad hier zum Oktoberfest zu Gast ist, sind wir auch mit Flyern nicht nur für den Weihnachtsmarkt, sondern auch für das Oktoberfest bereits im März auf der ITB. Also von daher, sicherlich sind alle tolle Geschäfte, aber dieses Riesenrad ist schon nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. In Erfurt ist ein Alkoholverbot in der ganzen Innenstadt geplant. Was sagst du dazu? Ganz schwach. Deshalb oder warum? Ja, ich war mal in London und so ist ja in Europa schon verbreitet, in Innenstädten. Ich finde das nicht gut. Also ich denke mal, dass ein Alkoholverbot, also gut ist, aber vielleicht, vielleicht lieber eine Alkoholgrenze, weil ganz verbieten kann man es nicht, weil in der Innenstadt sind Clubs wie das Cosmopolar oder das Zentrum drin und da die Leute würden einfach ihren Job verlieren, wenn man da sagt, ja, sie dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen. Ich komme aus Indiski. I don't think alcohol should be banned anywhere else in the world. It's a good festival over here. Oktoberfest is celebrated in Germany and I think that it should not be banned because most of the tourists worldwide won't be attracted towards Germany if alcohol is banned. And das wusste ich gar nicht, dass das geplant ist, dass in der Erfurter Innenstadt Alkoholverbot wird. Das gab's sogar schon mal.
So, das war wohl 1724. 4 Jahre her. Was würdet ihr dazu sagen? Also was würdest du dazu sagen, wenn das kommt? Eigentlich bin ich da nicht dafür. Muss nicht sein. Oder? Ich fände es nicht gut. Ich fände das nicht gut, Elke, guck mal. Welches Fest müsste es in Erfurt noch geben? Also ich denke mal, ich habe es gerade gesagt, dadurch, dass wir hier speziell auf dem Domplatz mit Karneval anfangen und mit Weihnachtsmarkt aufhören, kann ich zumindest für uns als Abteilung Märkte Stadtfeste sagen, dass wir alles abdecken. Wir haben die Waldborgesnacht, wir haben das Weinfest, wir haben die Volksfeste, wir haben den Weihnachtsmarkt. Also ich glaube, von dem, was die Stadt Erfurt auf dem Domplatz bietet, ist eigentlich ein ganz, ganz toller Branchenmix. Okay, fällt Ihnen noch ein Fest ein? Also wir kommen ja nur zum Oktoberfest nach Erfurt. Von daher wissen wir natürlich, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt und viele, viele andere Veranstaltungen. Aber ob jetzt hier noch was fehlt oder nicht, das müssen natürlich die Erfurter entscheiden. Das kann ich als Externer ja wahrscheinlich gar nicht so beurteilen. Aber wenn Bedarf ist, kommen wir gerne mit dem Riesenrad nochmal so vorbei. Okay, gut. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, das zur Folge hätte, dass das Oktoberfest ausfällt? Also ich denke mal, das Oktoberfest mit fast einer 3/4 Million Besucher, was wir eingangs gesagt haben, das darf einfach nicht ausfallen. Und ich denke mal, dieser Bedeutung ist man sich in der Stadt bewusst, dieser Bedeutung ist sich vor allen Dingen auch das stehende Gewerbe, das City Management bewusst. Also gehe ich mal davon aus, dass es nicht ausfällt. Okay. Wäre schade, wenn es ausfallen würde, dann müsste das Riesenrad in die Halle fahren und das wäre auch schlimm. In der Erfurter Innenstadt ist ein Alkoholverbot geplant. Was sagt ihr dazu? Oha, seit wann das? Vom Prinzip her finde ich es gut. Also, warum nicht? Naja, in der Innenstadt, warum muss man da öffentlich Alkohol trinken? Mit der Bierflasche, mit der Sektflasche, warum? Kann man doch zu Hause machen, in der Kneipe. Mal abgesehen davon, dass es hier überall genug Kneipen und Restaurants gibt, wo man sein Bier trinken kann. Gerade Erfurt, also ist ja eine große Stadt. Hier gibt es an jeder Ecke irgendwas, wo man sich hinsetzen kann, wo es nicht teurer ist als im Supermarkt. Also, und viele Kinder, die hier rumlaufen. Ja, eben. Davon mal ganz abgesehen. Ich wusste davon gar nichts. Aber was würdest du sagen, wenn es durchgesetzt werden würde? Naja, also ich trinke eigentlich nicht so viel Alkohol, also von daher ist es mir eigentlich egal. Na, ich würde sagen, ganz verbieten kann man es wirklich nicht. Ich würde es nicht schlecht finden, weil wie Polina schon eben gesagt hat, irgendwie, es wird übertrieben. Und daher, also teils, es ist wirklich schwer. Sie sagt auch wie für die Clubs oder so. Ich weiß nicht, man müsste da irgendwie so ein Mittelding finden. Das ist schade. Sag mal klar, das Alkoholverbot sehe ich ein. Ja. Unter 18 Jahre. Ja. Ist normal. Aber wer trinken will, soll trinken. Ich sag mir jetzt nicht, dass die 18-Jährige auf der Straße trinken und trinken sein Bier oder ihr Bier. Sollen sie machen, wer will. Was wünschen Sie sich für das nächste Fest? Oktoberfest. Also das war jetzt noch ganz schnell nochmal die Einschränkungen nachgeschoben, weil das nächste Fest ist natürlich für uns Martini und Weihnachtsmarkt. Ja. Zum Weihnachtsmarkt wünschen wir uns natürlich alle, dass mindestens genauso viele Besucher kommen wie in den letzten Jahren, dass schönes Wetter ist, das heißt am besten so 2 Grad minus, leichter Schneefall, das würden wir uns wünschen zum Weihnachtsmarkt. Aber letztendlich für das nächste Oktoberfest wünsche ich mir auch, ich glaube im Namen aller Besticker, dass wir unseren erfolgreichen Weg speziell als Familienfest fortsetzen und dass nächstes Jahr genauso attraktive Geschäfte stehen wie zu diesem Oktoberfest. Und dann denke ich mal, können wir uns mit dem Oktoberfest auch weiter in der Liga einbringen, wo es schon ganz, ganz wichtig ist, dabei zu sein. Vielen Dank. Sie wünschen sich für das nächste Oktoberfest, dass das Riesenrad wieder steht. Das definitiv wiederkommen zu dürfen, das ist ein ganz großer Wunsch. Und wenn wir wiederkommen dürfen, natürlich das genauso schöne Wetter wie dieses Jahr. Heute mal nicht, aber alle anderen Tage war es wirklich top, wunderschönes Herbstwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Regen. Über so eine lange Periode ist das wirklich was Besonderes gewesen. In der Erfurter Innenstadt ist ein Alkoholverbot geplant. Was sagst du dazu? Bin ich dafür. Wirklich? Sofort. Warum? Muss ja nicht jeder trinken wie ich, oder? Nein, Quatsch. Niemals. Niemals Alkoholverbot? Nee. Also vor Bars ist es okay und so. Also ich finde halt, jetzt mit Bierflaschen durch die Stadt laufen ist nicht toll. Oder wenn jetzt auf Bänken irgendwelche sitzen und ihre Flaschen rumschmeißen, kippen, finde ich nicht in Ordnung. Jetzt hier zu so Veranstaltungen, klar, warum nicht?
Naja, einerseits, wenn man jetzt im Festzelt zum Beispiel was trinkt, da ist es halt so, dass man da halt auch Spaß dabei haben will und dass man dann Spaß hat. Ja, genau. Solange es im Festzelt ist, ist ja okay. An sich verstehe ich das. Also wenn man Auto fährt, ist das völlig in Ordnung, aber ansonsten nicht. Okay, und du? Habe ich noch nie was von gehört? Echt? Vor 4 Jahren hatten wir das schon mal, jetzt soll es wiederkommen. Finde ich nicht gut. Nee, ist nicht schlimm. Hey. Oder? Nee, eigentlich nicht. So viele wie da in Erfurt manchmal rumrennen abends besoffen, also mich würde es jetzt nicht stören. Also wenn es da wäre? Ja. Daher, ich trinke sowieso kein Alkohol, also mich stört es nicht. Gerne. Ich schon. Was würden Sie von einem Alkoholverbot in der Erfurter Innenstadt halten? Da kann ich natürlich jetzt nur meine private Meinung dazu sagen. Ich glaube, es geht nicht so um absoluten Alkoholverbot, aber alle die in der Innenstadt trinken, sollten sich auch bewusst sein, dass sie das in der Öffentlichkeit tun. Dass es dann, wenn ich aufgehört habe zu trinken, auch dazu gehört, dass ich das, was ich an Müll erzeugt habe, wegräume. Und sofern gerade nach übermäßigem Alkoholgenuss dadurch, ich sag mal, Dinge entstehen, die wir alle nicht sehen wollen, dann sollte das auch nicht sein. Aber was heißt Alkoholverbot in der Innenstadt? Wenn ich ganz relaxed irgendwo sitze, im Biergarten oder im Wirtschaftsgarten und einfach ein Schöppchen Wein trinke oder von mir aus auch ein Bier, dann ist das natürlich auch Alkohol in der Öffentlichkeit. Dankeschön. So, Sie kommen zwar nicht aus Erfurt oder sind hier nicht wohnhaft. Was würden Sie zu einem Alkoholverbot in Ihrer Heimatstadt sagen? Also ich denke, in Maßen ist eigentlich alles immer gesund und so strikte Verbote bin ich eigentlich persönlich kein Freund von. Das ist eine individuelle Geschichte und alles, was Ausmaße annimmt, die das Normale sprengt, dagegen muss man angehen, da muss man Wege finden. Aber ich glaube, so ein Pauschalverbot würde nichts bringen, das würde das Problem auch nur verlagern. Dankeschön.